Mayo hat uns die Frage gestellt, hat Maki keine Familie? Und wenn ja, hat sie ihn aufgegeben oder ist er gegangen? Also zum einen sagt Maki, er lebt noch bei seiner Mutter. Er hat uns da auch relativ drastische Geschichten erzählt, wie ihm seine Mutter in seinem Kinderzimmer mit Anfang 20, Mitte 20, noch die Heroinspritzen aus dem Arm ziehen musste, weil Maki einfach weggefallen ist, umgekippt, und die Mutter dann ins Zimmer kam, ihren Sohn da hat liegen sehen und ihm dann die Spritzen rausgezogen hat. Als wir Maki getroffen haben, war er eben in Athen, hat sich ein Hotel genommen, meinte er, für ein paar Tage und ist so durch die Stadt gezogen. Das ist auch das, was Fotini uns erzählt hat von Cather, dass es sehr viele temporarily homeless people gibt. Also Leute, die halt ein bisschen daheim wohnen, sich ein bisschen Geld von ihrer Familie erschnorren, sage ich jetzt mal, und dann für ein paar Wochen verschwunden sind. Und ich glaube, bei Maki ist es eine ganz ähnliche Geschichte. Und ansonsten hatte Maki einen Vater, logischerweise, der ist aber relativ früh gestorben. Maki hat uns aber auch erzählt, dass der Tod des Vaters nicht der Grund ist, wieso er heute Heroin nimmt. Dann ist uns noch die Frage gestellt worden, was geben Maki die Drogen, beziehungsweise was zieht er daraus? Wenn man Maki zuhört, hat er einmal dieses ganz signifikante Zitat gesagt, wenn Heroin legal wäre, würde es die ganze Welt nehmen. Und die Begründung dafür war, dass Heroin einen total umschließt, man fühlt sich aufgehoben, wohl, es wird einem warm. Ja, das sind diese Beschreibungen, die man sehr oft hört, so komisch sich das anhört. Dieses Drogennehmen gibt ihm das, was er in seinem Leben in Athen auf der Straße oder auch zu Hause bei seiner Mutter eben nicht findet. Dann habt ihr uns auch noch die Frage gestellt, wieso Maki zweimal seinen Job verloren hat. Und was waren das für Jobs? Also das erste war, er hat, wie er selbst meinte, für die großen Automarken aus Deutschland gearbeitet. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Zulieferungsbetrieb war. Den zweiten Job, das war ein Barjob, quasi noch so gekellnert nebenbei, um Geld zu verdienen. Den ersten Job hat er verloren, weil er schon relativ tief drinnen war in der ganzen Abhängigkeit mit seinen Drogen. Den zweiten Job hat er dann endgültig verloren durch die Krise und dann ist er abgedriftet. Was man, glaube ich, immer dazu sagen muss, wenn man mit Drogenabhängigen spricht, so man kann das, was sie sagen, nie als unumstößliche Wahrheit nehmen. Es ist einfach so, du weißt nicht, was wahr ist, was gelogen ist. Bei Maki hatte ich aber trotzdem das Gefühl, dass wenn er nicht drauf war, er total die Wahrheit erzählt hat und uns einfach so an seinem Leben hat teilnehmen lassen. Also uns war es wichtig zu zeigen, was die große Krise mit kleinen Menschen macht, wie kleinen Menschen wie Maki. Das hat uns auch Alex so ein bisschen vorgeworfen, dass wir dann noch mal ein bisschen drüber nachdenken sollten, dass eine Krise, also diese große Krise, nie verantwortlich sein kann für die Drogensucht eines Menschen. Da hat Alex total recht und ich bin da auch voll down mit ihr. Was uns eben wichtig war, war zu erzählen, dass eine Krise in Griechenland, eine große Krise, die eigentliche Lebenssituation von Maki noch verschlimmert. Und vor allem, das darf man auch nicht vergessen, Maki aus dieser Krise nicht mehr rauskommt, aus dieser persönlichen Krise. Eine Krise, das sehen wir vor allem in Folge 3 und 4 von Coming of Rage aus Athen, hat immer die Möglichkeit, dass Leute was verändern, und zwar zum Positiven verändern. Und für Maki sehe ich das eben überhaupt nicht. Die Krise hat ihn nicht dahin gebracht, wo er jetzt ist. Aber die Krise holt ihn da auch nie wieder raus. Flo hat mir auf Facebook geschrieben, dass er eine Szene in dem ersten Video zu Maki relativ zwiespältig fand, und zwar die, wo ich ihm erst was zu essen kaufen will und ihm dann, und ich zitiere es jetzt kurz, vorwurfsvoll frage, ob er sich letzte Nacht wieder gespritzt hat. No drugs, no drugs, no. Hey, what's in your arm today? Ada? No. This is just insects. Yesterday. Yesterday? Yesterday night. You took the needle? You took the needle yesterday night? Yesterday night. Es ist im Großen und Ganzen schon so ein Dilemma von Journalisten, sich mit dem Protagonisten quasi so ein bisschen gemein zu machen. Und bei Maki kommt dazu, dass er ein Typ ist, mit dem ich mich connected fühle, weil wenn ich in Griechenland wäre, wenn ich keinen Job hätte, wenn ich keine Freunde hätte, wenn ich wirklich keine Aussicht hätte, dass sich irgendwas verbessert, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Heroin ein Ausweg wäre. Theoretisch. Als wir ihn dann am zweiten Tag wieder getroffen haben, war das so, hey, lass was essen gehen, dann reden wir einfach nochmal. Und dann habe ich entdeckt, dass er sich letzte Nacht wieder gespritzt hat. Und ich war so ein bisschen enttäuscht vielleicht von ihm, aber ich wollte es vor allem wissen. Dann muss man auch noch sagen, um mit den Drogenabhängigen in Kontakt zu kommen, war es ganz oft so, dass wir ihnen
Essen gekauft haben. Man muss auch verstehen, das sind Obdachlose, die kein Geld bekommen, das bisschen Geld, das sie haben, in Drogen investieren und Essen dann einfach hinten überfällt. Wir waren 4 Tage am Stück, einige Stunden in dem Park und haben versucht, mit ihnen zu reden. Und die waren am Anfang relativ zugeknöpft, wenn man so will, die griechischen Drogenabhängigen. Und erst danach, als sie uns kannten, als sie wussten, so, wir sind keine Zivilpolizisten oder sonst was, haben sie auch mit uns gesprochen. Flo hat dann auch noch gefragt, was ist eigentlich Sisa? Sisa nennen die Leute in Athen das Kokain der Armen, weil es sehr billig ist und mehr oder weniger als die Droge der Krise gilt, weil es einfach extrem dröhnt und so gut wie nichts kostet. Es ist vergleichbar mit Crystal Meth, auch wenn keiner genau weiß, was drinnen ist, und es ist viel zerstörerischer. In der zweiten Folge Coming of Rage aus Athen schauen wir dann nochmal, ob Sisa immer noch die Droge der Krise ist und wie die Leute damit umgehen. Aber das seht ihr dann alles ab Montag.